Oh, Leute, ich bin gerade aufgestanden und es ist einfach mal so jetzt 17 Uhr. Mein Schlafrhythmus ist gar nicht gut, aber ich werde jetzt mal wach, gehe was frühstücken und dann geht's mir schon wieder besser. Aber ich fühle mich gerade so tot, ne, Alter. Boah, ich bin echt müde. Obwohl ich 10 Stunden geschlafen habe, fühle ich mich so müde. Ach. Ach so, ich werde jetzt eigentlich anfangen, Frühstück zu machen, aber hier wurde schon Mittagessen gemacht. Nudeln, ein bisschen Fleisch, meine Familie hat schon gegessen und ich fange jetzt erst an zu frühstücken. Aber ich brauche die Pfanne hier. So, das Omelette ist hier fast aufgegessen und der Tee wird hier noch geschlürft und ich spiele jetzt noch eine Runde LOL. Und nach den LOL-Games gehe ich dann auch ganz entspannt. Ah! Oh mein Gott, hat das gerade wehgetan. Seht ihr das? Alter, tut das weh. Wow. Auf jeden Fall, ich spiele jetzt noch ein bisschen LOL. Ein, zwei Runden und dann gehe ich schwimmen. Entspannt mit einem Kollegen und ja, das ist böse. Hier könnt ihr noch meine geile Tasse sehen von Vegeta. Richtig cool. Die verlinke ich euch mal in der Beschreibung. Durch Wärme, also durch den Tee, wird halt Vegeta hier so, also kommen diese Streifen um ihn rum. Einfach geil. So, ich bin jetzt gleich beim Schwimmbad. Aber Leute, ich fahre gerade Fahrrad und ich wusste nicht, dass es so eine Arschkälte draußen ist. Meine Ohren sind echt zwei Eiszapfen. Alter, es ist so kalt. Ein Fahrrad von im Winter ist nicht die beste Idee. Aber jetzt gleich schwimmen, obwohl auch im Winter. Aber egal, schwimmen ist geil. Schauen Sie sich diese Emotionen an. Er hat es geschafft und er war sich keinesfalls sicher. Der Gewanju! Dass er das packt. Wie ihr sehen könnt, ist schon fast 5 Uhr morgens. Die Nacht ging echt schnell rum. Ich habe viel gechillt, habe ein bisschen gezockt, hab einen neuen Anime geguckt. Ihr wisst ja, ich gucke sehr viele Serien und Animes. In letzter Zeit habe ich ein bisschen Pause so gemacht, aber heute habe ich ein Anime angeguckt. Also um euch kurz zu zeigen, der Anime hier. Auf jeden Fall fast 5. Ich werde jetzt noch ein paar Videos hier aufnehmen. Meine Cam steht hier schon bereit. Hab jetzt vor, 2 Videos aufzunehmen und dann gehe ich später noch ins Training. Wie ihr schon merkt, wenn ich so lange wach bleibe, könnt ihr schon denken, ich mache jetzt die Nacht durch. Denken vielleicht einige von euch, Evani, das geht doch nicht. Ganz ob jetzt jemand denkt. Aber es geht darum, mein Schlafrhythmus ist echt böse, ne Leute. Ihr habt ja schon gesehen, ich stehe jetzt zu unmenschlichen Uhrzeiten auf. Und deswegen habe ich mir überlegt, oder ich mache es ganz oft eigentlich, wenn ihr einen scheiß Schlafrhythmus habt, ne, dann macht die Nacht durch. In dem Sinne, ihr macht bis 20 Uhr, also 8 Uhr abends, durch, ne, und dann geht ihr pennen. Dann könnt ihr ganz entspannt, seid ihr ungefähr 30 Stunden wach. Da könnt ihr aber, wie ihr seht, ganz entspannt einfach mal bis 7 Uhr morgens dann durchpennen und alles ist wieder in Ordnung, der Schlafraum ist in Ordnung und der Hurensohn kann euch nichts antun. Das ist mein Trick. Ach, deswegen habe ich immer so gute Noten. So, ich gehe jetzt zum Training. Ich bin eigentlich noch ganz gut wach, also nicht müde oder so. Und ich habe jetzt ein Mützchen mit dabei, damit mir auch nicht kalt ist. Das sieht jetzt irgendwie scheiße aus, aber ach, solange es warm hält. So, ich fahre jetzt gerade zum Training und das Mützchen sitzt zwar, aber es ist kalt. Es ist so sibirisch kalt, ne? Huiuiui. Ihr könnt auch sehen, die Straßen sind einfach tot so. Die Menschen sind alle noch im Bettchen. Geil. Meine Streets! Ich habe jetzt das Mützchen mit einer Kapuze zusammen fusioniert. Und ja, der Style ist so fresh. Wow, Leute, ich muss echt zugeben, das war einer der besten Trainingseinheiten, ich nenne es einfach mal so, die ich je hatte. Ich bin so tot, aber so positiv, ne? Tot. Aber ey, mir geht's echt. Ich bin so erschöpft, aber so richtig gut. Ich fühle mich gerade richtig geil. So, ich habe es durchgezogen. Ach, einfach geil. Ich liebe trainieren. Vor allem, wenn du so im Training so drin bist und dich nicht mehr so zum Training schleifen musst, sondern automatisch schon zum Training gehst. Einfach ein geiles Gefühl. Ich werde jetzt noch hier ganz entspannt mit diesem leckeren Pfannenstiel ein bisschen rummachen. Und wahrscheinlich mein Anime weitergucken. Also ganz entspannt meine Serie. Und meine Ferios, also Ferien, ganz entspannt rausklingen lassen. Oh, meine Frisur ist langsam außer Rand und Band, Leute. Weil ich bin also echt müde so. Bin hier gerade so halbwegs noch am Video schneiden, dauert noch ein bisschen. Oh, da habe ich es auch fertig und dann, ja. Ich war jetzt noch schnell hier beim Friseur, bisschen die Haare gekürzt. Natürlich verstecke ich es mit der Kapuze, weil ihr kennt das doch in der Schule. Hat man einen neuen Haarschnitt, dann kriegt man die Nackenklatscher. Ich mache hier gerade sogar Mittagessen, wir sind doch in meiner Familie mit. Oh, das ganz soziale Junge hier. Irgendwie liebt ihr es ja, wenn ich koche. Ich weiß auch nicht warum, weil ihr halt denkt immer, ich verbrenne alles. Aber no, no, no. Mit einer Hand kann ich diese Kartoffeln schneiden. Rein da! So, Essen ist fertig. Hab ein paar Kartoffeln genommen mit einer Sour Cream, 3 Eier und hier ist Hering. Eigentlich esse ich nicht so gern Fisch, ne? Ich weiß nicht, ob ihr fischige Typen seid. Können wir eine kleine Umfrage machen. Aber ich weiß nicht, fischige Typen. Aber ich meine, in dem Sinne, ich mag halt Fisch eigentlich nicht so, aber der ist eigentlich okay, dieser Hering. Kaufen wir mal auf dem Fischmarkt. Vielleicht kennen einige von euch in Hamburg. Da geht's echt immer so rund. 5 Euro Hering im Angebot! Ja, 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 ja. Was kann man denn eigentlich noch so in den Ferien machen? Ich könnte, ja, für die Schule lernen. Oh, endlich wird er zu dem Schüler, den ich immer haben wollte. Ach, Quatsch.
Ich habe jetzt zum ersten Mal meine Dragon Ball Hose an. Jogginghose mit so einem Dragon Ball Symbol. Richtig fresh, gefällt mir. Weil wir gehen jetzt kurz zur Bank. Ich muss kurz gucken, ob ich Geld habe, weil ich will mir ein Headset holen. Weil dieses Headset hier hat leider kein Mikrofon und ich brauche ein Headset mit Mikro. Also ja, mal gucken, ob die Mäuse von YouTube fließen, ne? Hier sind meine Kontoauszüge. Und verdammte Scheiße, ich bin reich. Oh yeah, wer ist der Chef im Haus? Oh, das gefällt mir. Der Große da und den da drüben nehme ich auch und... Oh. So Leute, könnt ihr sehen, hier ist League of Legends und hier auf dem Laptop hier werde ich auch gleich League of Legends spielen. Mit einem Kollegen zusammen. Ich filme ihn jetzt nicht, weil nicht jeder möchte auf YouTube gezeigt werden. Aber wird geil. Hier einfach League. Da League of Legends mit einer geile Zocker-Session noch am Abend hier. Ich habe hier sogar noch einen Laptop, Leute, aber der Laptop, ne, ich kann jetzt nicht anmachen, weil ich gerade das Ladekabel nicht finde. Aber ich benutze ihn wirklich sehr selten, weil der brummt, Leute. Der brummt wie sonst was. Das ist wirklich wie so ein Staubsauger. Oh, Mann. Boah, Digga, ich krieg heute durchgehend in die Fresse. Ey, das ist das fünfte Spiel, ne? Ich krieg wieder in die Fresse. Ja. So, mein Kollege ist jetzt weg. Ich gehe jetzt pennen, Leute. War ein netter Tag. Ich bin aber sehr müde. Und geh jetzt pennen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like auf dem Video da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.